Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crack House. Wir haben in der letzten Folge endlich das Level geschafft, wo wir zwei, drei Folgen dran hingen. Und jetzt müssen wir einen Boss penetrieren, der nicht wirklich beliebt bei mir ist. Also es ist so... Ich habe so das Gefühl, dass viele den einbauen, einfach damit sie einen eigenständigen Boss haben. Also etwas, was halt nicht... Ich will es nicht sagen. Vanilla ist... Ah, ich hasse diesen Begriff. Also, in der Mario-Hack-Szene bezeichnet man, oder generell, man sagt, wenn man von Mechaniken Sachen redet, die auch in den Originalspielen drin waren, redet man von Vanilla. Es ist, wenn etwas so ist wie im Original, dann ist es Vanilla. Und wenn etwas neuartig ist, ist es Chocolate. Und in dem Fall ist es ein Chocolate-Boss, weil er nicht im Original war. Es ist ein selbst implementierter Boss. Und ich habe das Gefühl, dass viele den einfach nur drin haben, weil sie ein Chocolate-Element drin haben wollen. Und der geht mir extrem auf den Sack. So ein dämlicher Mutterficker, ey. Okay, jetzt... Boah, Alter, ist das noch die dritte Phase oder die vierte? Ich weiß nicht. Ich laufe jetzt immer hier hysterisch von links nach rechts. Komm, komm. Oh, Schwitz. Alter... Mit etwas Glück! Alter, die explodiert als nächstes. Oh. Ja, aber ich kann da nicht landen. Alter, ich leg den jetzt hier hin. Okay, aber das ist so, ja. Er lässt sich so schwer bullshitten auf dem Level. Ach ja. Ich hasse euch alle so sehr gerade, ne? Euch alle auch. Bombis und Stachis. Die Stachis da oben, die lachen mich doch bestimmt aus, die an der Decke, ey. Die denken sich auch so, ich könnte das viel besser, ne? Okay, erster Hit. Hoffentlich bin ich kein One-Hit-Wonder, so wie, keine Ahnung. Wie ist der Typ nochmal? Rick Roll? Last Christmas wollte ich gerade singen, im Moment. Das war auch ein anderer, egal. Das war auch so ein One-Hit-Wonder wahrscheinlich. Ah, Leute. Ich kann es nicht mehr sehen. Kann ich das... Ja, das bringt ja nichts. Kann ich direkt neu starten. Kann ich nicht das andere Level nochmal haben? Es ist echt das Allerschlimmste hier. Der dämliche Hurensohn. Jetzt. Ja, aber es ist zu weit weg. Und dann... Ah, kick ihn doch! Oh, okay. Das hat funktioniert. Warum ist der denn jetzt explodiert? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich müsste halt echt jetzt... Es wäre so gut, wenn man so ein paar... Islamisten-Kumpels hätte. Okay, das war so... Ja, man kann ja auch theoretisch so ein bisschen auch sein Leben opfern, ne? Man kann sich ja zweimal treffen lassen und wenn der Typ... Oh, Schwitz. Wenn der Typ drei Leben hat, dann sage ich mal... Ja, komm, wir versuchen das mal so. Jetzt eiskalt. So. Dann nochmal. Okay, gut, das waren jetzt halt zwei Hits. Naja, ja, ist eine Möglichkeit, aber auch irgendwie ziemlich behindert. Es ist, ich weiß nicht, es ist so dumm, das abzuschätzen, weil er, natürlich je nach Phase ist er immer langsam oder schnell und irgendwie zählen ist jetzt auch nicht so das Geile bei diesen Bombi-Linies, finde ich. Ich find's halt schade, dass die nicht leuchten. Ich verstehe das nicht. Das war im Originalspiel so. Warum macht man das jetzt? Um das schwerer zu haben, ja? Ist das so dein Argument? Ach komm schon. Da, jetzt, nein! Hä? Der hätte doch. Manchmal glaube ich auch wirklich die. Ja, nee, ich bin dumm. Er hat's ja erklärt. Der Timer resettet sich, wenn ich sie kicke. Also ich darf sie nicht kicken. Dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass mir das so komisch vorkommt. Klar, ich kick die teilweise und dadurch explodieren die halt nicht. Klar. Also halten wir sie und dann legen wir sie ab. Gut, das war jetzt ein bisschen unglücklich, dass da die rausgekommen ist, aber das hätte ich ja wissen müssen. Ja, das ist so, du hast dann eine Taktik, aber irgendwie, der Gegner ist so simpel, aber er ist auch gegen so viel geschützt. Er fällt nur darunter, wo du stehst, also kannst du die Bomben nicht vorplatzieren. Du kannst sie nicht ewig in der Hand halten und dann ihm vors Gesicht werfen, weil ja dann eine neue Bombe rauskommt und so. Ich habe ihn schon wieder gekickt. Ich will die Scheißbomben doch nur ablegen, Mann. Pass auf. Ablegen. Warten.
Perfekt. Ablegen. Warten. Perfekt. Das ist die Taktik, Leute. Jetzt habe ich es endlich raus. Und alle so, oh, das hat jetzt aber gedauert. Gut, jetzt muss ich aufpassen. In der dritten Phase. In der dritten Phase ist es so. Dankeschön. Okay, die müssen explodieren. In der dritten Phase ist es so, dass dein Stampfer mich lähmen kann. Ja, krass, dass die Dinger noch explodieren müssen, ey. Da gab es wahrscheinlich auch 35 Triaden Spastis, die daran verreckt sind. Ich staune, dass ich nicht einer von denen war. Das hätte so gut reingepasst. Okay. Ja, weiter geht's in der Hölle. Wo geht's lang? Hier. Ist das ein Level? Nö. Geht's einfach nicht weiter. Okay. Vielleicht muss man das irgendwie aufsprengen oder so. Ach so! Hä? Warum denn überhaupt? Jetzt mal ganz ehrlich. So, was ist das jetzt hier wieder für ein Lied? I can see, ich kann Satans Schloss in der Ferne sehen. Zeit, wie weiter zu gehen. Das sieht so aus wie das eine Level da, ne? Ziemlich gleich vom Layout her. Okay, das geht ab. Oh, wieder schwarz-weiß. Ja gut, weiß nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Not this, nicht schon wieder. Es ist so dunkel hier. Der Levelname macht mir aber mehr Sorgen. Gut. Irgendwas mit Ninjis und da haben wir auch unseren ersten gerade sehen dürfen. Oh, schöner Beat. Okay, das war wieder ein Fall von... Der Controller meldet sich einfach so ab. Aber komisch, dass der dann... Ja, wobei, ist wahrscheinlich nicht komisch, dass der nach rechts läuft. Ich glaube, bei... Ja, nee, das ist, glaube ich, immer so. Ist mir wahrscheinlich nur bis jetzt nicht so aufgefallen. Okay, die Ninjis, die spawnen aus dem Nichts, sind halt... Die werden ihrem Namen dieses Mal wirklich gerecht, ne? Fucking Ninjas. Geil, geil, ey. Wie nennt man das? Wolken-Jutsu? Wolkutastiku? Aber das hier, das ist unnötig, Mann. Da werde ich wohl oder übel, wenn es so weitergeht, einen fucking Safe-State machen, weil das ist... Was ist das? Ist das hier fucking Resident Evil? Kaschierte Ladezeit? Das ist... Leute, das ist kein PlayStation 4-Spiel, okay? Das müssen wir hier nicht machen. So graftastisch ist der Hack nicht. Das war aber krass. Ist auch bis jetzt nie passiert, ne? Einfach nicht triggern lassen. Ja, okay, ich bin jetzt aber im Allgemeinen jetzt ein bisschen getriggert. Ich glaube, ich muss, ich muss nach der Folge aufhören. Das war zu viel, glaube ich, auf einmal. Übrigens, selber Hintergrund, ne? Wie von den Höllenleveln, nur dass es jetzt eben halt schwarz-weiß ist. Da bin ich, ich schwöre, ich bin gesprungen. Aber er wollte nicht. Ja, sorry, ne, dass ich jetzt hier das gar nicht mal so unangenehme Lied lupe. Aber ich muss ja hier, ich würde gerne die unnötigen laderitären Diskrepanzen so gering wie möglich halten. Ja, da brauche ich definitiv mehr Anlauf. Das hat man gesehen. Wie ich ja trotzdem drauf reinfall, das ist so, puff, man kennt es auch nicht. Also gut, wir sind ja jetzt schon 2-3 Minuten im Level, also hier müsste ich es ja schon kennengelernt haben, aber das haut mich irgendwie jedes Mal aufs Neue um. Ja, komm, gib mir... Wieso hat denn da der Spin-Jump nicht funktioniert? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ganz komisch. Okay, ich würde sagen... 1-2 Versuche noch. Also ich finde, so ein Mittelpunkt sollte da drin sein, oder? So, jetzt hat's geklappt. Das müsste doch... Hätte doch... Ach du Holocaust. Es hätte doch mit dem... Schon wieder. Ich habe denselben Fehler wieder gemacht. Ja, weil mich der Hit gerade abgelenkt hat. Es hätte doch aber mit einem Panzer funktionieren müssen. Ganz komisch. Aber... Okay, ja, dann... verabschiede ich mich mal jetzt hier schon mal so langsam. Ich habe wieder gemerkt, dass ich in den letzten Folgen etwas überzogen habe. Also ich habe es mir nicht angeschaut, aber es ist so offensichtlich, dass das wahrscheinlich der Fall war. Was ist das? Ist das so getimed, dass ich... Irgendwas mache ich offensichtlich wieder falsch. Vielleicht muss ich auch bewusst noch mal ein Stück nach hinten laufen, damit ich das schaffen kann.
Ja, das ist es. Ja, ich will mich nicht beschweren. Ich habe offensichtlich heute einfach zu viel gespielt. Es ist schon nervig. Ja, hier, guck mal. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Hä, es funktioniert auch nicht. Was ist das? Kommt schon, Leute, das müssen wir jetzt noch schaffen. Also, es ist ja nicht gesagt, dass danach der Mittelpunkt kommt, aber ich muss das jetzt wissen. Sonst traumatisiert mich das und ich traue mich nicht weiter zu spielen. Da denke ich mir dann so, ah ja, da war doch dieser Sprung. Ja, guck. Hä? Ach so. Ich hätte einfach wieder den Pfeil nach oben drücken müssen. Ja, dann springt er eher höher. Also er gleitet dann ein wenig in der Luft. Ich kann das mal kurz zeigen. So sieht das normal aus. Seht ihr den Unterschied? Also ich jetzt so, ganz normal. Und wenn man jetzt den Pfeil nach oben drückt, dann gleitet er eine Millisekunde länger oben. Und das ist genau die Millisekunde, die ich halt brauche. Ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. See ya.